Felix Magaths Sitzplatz im Mannschaftsbus des VfL Wolfsburg, Waschmaschinen für Spielzeug, die komplette Steuerung naturwissenschaftlicher Fachräume mit dem iPad oder spezielle Lernmaterialien für den Förderunterricht. Die Didakta 2012 in Hannover hatte viele faszinierende Facetten. Noch einmal stand das Thema frühkindliche Bildung im Mittelpunkt, diesmal im Kontext der Diskussionen um die neuen Medien. Überhaupt zeigt diese Messe eins: Die politischen Diskussionen über Schulstruktur und Schulreformen sind zwar nicht beendet, aber sie sind eher in den Hintergrund getreten. Erzieherinnen und Lehrer suchen nach Lösungen, danach, wie sie Bildung in Kita und Schule erfolgreich gestalten können. Wir haben wirklich festgestellt, dass die Besucher, die Lehrerinnen und Lehrer sehr gut informiert bereits zur Messe kommen und sehr qualifizierte Fragen stellen. Und die Fragen gehen natürlich in die Richtung der aktuellen Themen. Wie kann Inklusion gelingen im Unterricht? Wie können wir sinnvoll digitale Bildungsmedien einsetzen, damit sie den Unterricht auch wirklich bereichern? Aber nicht nur Bits und Bytes sorgten für große Nachfrage. Was wirklich überrascht, auch das gute Schulbuch in gedruckter Form findet nach wie vor breites Interesse. Schule ist mehr als Unterricht, auch das wurde auf der Didakta deutlich. In einer Sonderschau präsentierten außerschulische Lernorte ihr breites Angebot. Traditionell ist die berufliche Bildung auf der Didakta gut präsentiert und fand diesmal neue Zielgruppen. Von dieser Messe nehmen wir zunächst mal mit, dass sich die Messe ein bisschen verändert hat. Wir haben mehr internationales Publikum, was die letzten Jahre noch nicht so stark da war. Da nehmen wir sehr, sehr viel mit, weil da immer wieder interessante Themen kommen, wobei es da immer wieder darum auch geht, wie qualifizieren wir die Ausbilder. Mehr als 80.000 Besucher zählte die Messe Hannover am Ende. Nach dem diesjährigen Aussteller jetzt also auch ein Besucherrekord. Einige Besucher tauften die Halle 23 kurzerhand in kleine Cebit um. Erste Hinweise für die Schwerpunkte der kommenden Bildungsmesse in Köln. 2012 war ein Wahnsinns-Event. Wir nehmen mit nach Köln, dass wir dort weitermachen, wo wir hier aufhören. Die IT-Branche ist inzwischen hier angekommen. Es wird eine Verschmelzung geben zwischen den bisherigen typischen Schulmedien und der IT-Branche. Es wird die Schulsicherheitssysteme geben, es wird das Catering geben, es wird der Ganztagsschulunterricht vollen Einzug haben. Auch die neuen Schulsysteme, alles was jetzt im Moment besprochen wird, wird in Köln gezeigt und wir werden weitermachen. Auch mit dem Thema Inklusion wird einer der Hauptpunkte werden. Die Lehrer jedenfalls wollen die guten Entwicklungen rund um das Thema Bildung aus Hannover auch mit auf die nächste Didakta nehmen. Die Didakta 2012 war eine Erfolgsmesse, auch für den Verband Bildung und Erziehung. Und von daher freuen wir uns schon auf die Didakta 2013 in Köln.